In Nordrhein-Westfalen stehen die Sommerferien vor der Tür. Ab Freitag gehen daher viele Familien in den wohlverdienten Sommerurlaub. Die Eurowings bereitet sich seit langem auf diesen Zeitpunkt vor und rechnet mit einem Mammutwochenende auf den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen. So werden am ersten Ferienwochenende 270.000 Passagiere mit 2.300 Flügen zu 140 Urlaubszielen geflogen. Der kommende Sonntag soll der verkehrsreichste Tag zu Ferienbeginn sein. Top-Ziel der Eurowings ist dabei Mallorca bei den europäischen Zielen und Bangkok auf der Langstrecke. Passagiere sollten früh genug an den Flughäfen sein, denn Wartezeiten beim Sicherheitscheck sind kaum zu vermeiden. Eurowings sieht sich gut vorbereitet und hat sich mit zahlreichen Maßnahmen abgesichert, die Passagiere bestmöglichst in den Urlaub zu bringen. Man kann als Airline erstmal mit mehr Reserven im System planen, sodass man Verspätungen dann ausgleichen kann, indem man Flugzeuge beispielsweise austauscht. Wir haben, wie wir sagen, Rotationen entzerrt. Das heißt, wir haben Bodenzeiten auch verlängert, sodass Flugzeuge länger am Boden stehen, mehr Zeit haben, um Verspätungen aufzuholen. Also insofern, glaube ich, haben wir uns, so gut es geht, vorbereitet. Aber wenn der Luftraum zu ist, das ist wie auf der A3 von Düsseldorf nach Köln, wenn halt zwei von drei Linien zu sind, kommt es zum Stau.